power can hit you where you are right now. Die Macht kann dich da berühren, wo immer du bist. As long as your heart is open with faith. Solange dein Herz offen ist mit Glauben. Power will enter your heart. Da wird die Macht in dein Herz kommen. It will break every shackle. Es wird jede Kette zerbrechen. Every chain. Jede Kette zerbrechen. It will remove every burden from your shoulder. Es wird jede Last von deinen Schultern nehmen. It will destroy every yoke. Es wird jedes Joch zerstören. It is the word of God. Es ist das Wort Gottes. Now as the word was spoken. Und wie das Wort gesprochen wurde. As we are still speaking the word. Während wir immer noch das Wort sprechen. Your spirit is taking shower. Nimmt dein Geist eine Dusche. You are taking shower. Du duschst. You know, this shower, you are not ashamed because it's not you alone in your bathroom, but it's a spiritual, you know, collective shower. Diese Dusche, da bist du nicht beschämt, weil es ist eine Versammlung. Du bist nicht alleine bei dir. Today is a Sabbath day for us. Heute ist ein Sabbattag für uns. It's our Sabbath day. So you are in Sabbath, so you are bathing. Also badest du. John 17:17. Johannes 17:17. Bible says. Da sagt die Bibel. Let's put it on the screen. John 17:17. She understands when the word of God is being preached, when you have to learn the word of God, why you should say the word, and why you are here, second, what you are still standing anyway. John 17:17 says what? Then you forget the rest of your life. Johannes 17:17 sagt was? He says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Somebody say amen. Amen. So when you come to church on Sundays like this, or those of you meet on Sundays also, wenn du also sonntags in die Kirche gehst und einige gehen samstags in die Kirche, you must know what is happening to you. Dann musst du wissen, was mit dir passiert. Last week, Miss Watson was talking to you about the secret of God revealed to His people. Letzte Woche hat Pastor Washington über die Geheimnisse, die offenbart sind seinen Dienern, gesprochen. No, this is one of the secrets. Das ist eines dieser Geheimnisse. There are many, many thousands of them embedded in the Holy Scriptures. Und es gibt so viele Tausende davon in der Heiligen Schrift. Whenever you come to church every Sunday, Sunday, Friday, whenever you come to the house of God to hear His word, beloved, your spirit is being what? Sanctified. Wann immer du jeden Sonntag in die Kirche kommst und du hörst das Wort Gottes, dann wird dein Geist geheiligt. Your body, you have to wash it. Dein Körper musst du selber waschen. Use different types of soaps. Verschiedene Arten von Seife benutzen. To clean up your body. Um dich zu reinigen. And some cream to polish it. Und Creme, um es wieder einzureinigen. But your spirit, you don't have a soap for your spirit. Aber für deinen Geist hast du keine Seife. And there's no shop where you can go and buy special soap to wash your soul. Und in keinem Geschäft kannst du eine besondere Seife für deine Seele benutzen. It is only when you are in the house of God. Nur im Hause Gottes. Like this. So wie hier. You don't feel it. Du fühlst es you don't nicht. Smell it. Du riechst es nicht. You don't even sense it. Du merkst es but nicht. In the realm of the spirit, aber im Geiste, the Holy Ghost, der Heilige Geist, is washing something in you. Wäscht etwas in dir. You are being washed and you are being cleansed and you are being sanctified. Du wirst gewaschen, du wirst gereinigt, geheiligt. God is consecrating your soul and your spirit. Gott reinigt deine Seele und deinen Geist. And that is done by the word of truth, not with the lies outside in the world. Das geschieht durch das Wort der Wahrheit und nicht mit den Lügen da draußen. The truth is in this way. Und die Wahrheit ist in Gottes Wort. As we speak to you, as we talk to you, as we converse with you, as we communicate with one another here, you are being washed, cleansed, and sanctified. Therefore, you are not going to leave this place with some stains of sin in your system. Wirst du diesen Ort nicht verlassen mit Flecken in der Sünde? You will live here, being a sanctified soul, eine gereinigte Seele, because the Lord is your sanctifier. Weil der Herr ist dein, der dich heiligt. Er reinigt dich. Jehovah Mekadisch. He will sanctify you. Er wird dich heiligen. Save somebody. So you're not going to go out the same way you came in. Du kommst also, gehst also nicht auf die gleiche Art, wie du gekommen bist. And because you are sanctified on the inside. Weil du innerlich geheiligt bist. That is why it is difficult for your enemies to be able to superpose you and overpower you with their wicked diabolic powers. Und darum ist es schwierig für deine Feinde, dass sie dich beherrschen, dass sie dich besiegen mit ihren bösen dämonischen Mächten. Because you are consecrated. Weil du abgesondert bist. Sanctified. Geheiligt. It means you have been set apart. Du wurdest beiseite gesetzt. For God's own use. Für Gottes eigenen Nutzen. Say amen, somebody. Amen. I say you have been set apart. Du wurdest beiseite gesetzt. For the master's own use. Für die Benutzung des Herrn. No devil has the right to use you. Kein Teufel hat das Recht, dich zu benutzen. No witch has the right to use you. Kein Hexer hat das Recht, dich zu benutzen. No idol has the right to use you. Kein Idol hat das Recht, dich no zu benutzen. No unclean spirit has the right to use you. Kein unreiner Geist hat das Recht, dich zu benutzen. God will use you. Nur Gott hat dich benutzt. Because He sanctifies you for Himself. Denn er heiligt dich für sich selbst. So you are His holy temple. So dass du sein heiliger Tempel bist. So that He will dwell in your body. So dass du in deinem Körper lebst. And He will walk through you.
Und er geht durch dich. He will move through you. Er bewegt sich durch dich. And do great things. Und tut große Dinge. By His glory through your mortal body. Zu deiner Herrlichkeit durch deinen fleischlichen Körper. And God is holy. Gott ist heilig. So whatever you did. Was immer du getan hast. From last week. Letzte Woche. Monday. Montag. Saturday. Samstag. And before you came on church on Sunday. Bevor du am Sonntag in die Kirche gekommen bist. God is removing all the stains and trashes and the dirt. He's taking them out. Gott nimmt all diesen Schmutz aus dich heraus. So if God is doing overtime on you right now. Einige macht Gott Überzeiten jetzt. Wherever you pass, wo immer du gehst, from Monday before Sunday, von Montag bis Sonntag, if you think about it, you know some of the places you went. Wenn du darüber nachdenkst, du weißt, wo du gewesen you know bist. Some of the things that you did. Du weißt, welche Dinge du getan hast. I mean, you know the things you did. Du weißt, was du getan hast. But God is not here to condemn you. Aber Gott ist nicht hier, um dich zu verdammen. Because you have humbled yourself to come to His presence. Weil du dich gedemütigt hast, um in seine Gegenwart kommst, ist er hier. To do or to sanctify you. Um dich zu heiligen. To make you holy again. Um dich heilig wieder zu machen. So you are going out from this place. Also gehst du hier weg. Holy person. Heilig. And in case you came here holy. Und falls du heilig hier you are going out holier. Dann gehst du noch heiliger. And those who are holier. Und die heiliger sind. Go as the holiest. Die gehen als die heiligsten. You will never be the same. Du wirst niemals derselbe sein. There will be a change right now. Da wird eine Veränderung sein. Amen, somebody. So the word of God. Das Wort Gottes. That we preach to you. Welches wir dir predigen. It's not just empty words. Es sind keine leeren Worte. They are not just slogans. Es sind nicht nur Slogans. We are not entertaining you. Wir sind nicht da, um dich zu unterhalten. We are washing, polishing, cleansing and sanctify you through the word of truth. Wir waschen und reinigen dich und heiligen dich durch das Wort Gottes. Amen, somebody. Amen. This is what the witchcraft don't like. Das ist, was die Hexen nicht mögen. This is what the evil spirit don't like. Was die bösen Geister nicht mögen. That's why when we come to church on Sunday, everything will be so you don't have to come anyway. Und darum, wenn du am Sonntag in die Kirche kommen willst, versucht dich alles daran zu hindern. Because listen to me, somebody. The enemy. Der Feind. Does not want the best of you. Will nicht das Beste von dir. And all the time his own is to make sure that you are dirty with sin. Er will immer sicherstellen, dass du schmutzig bist mit Sünde. And when you are dirty with sin, und wenn du schmutzig bist mit Sünde, you push God away from you. Dann drängst du Gott weg von and dir. When you push God away from und wenn du Gott wegdrückst von automatically dir, you have to suffer the consequence of sin. Dann musst du unter die Konsequenzen der when Sünde leiden. Sin is on you too much, wenn die Sünde zu viel auf dir ist and God is away from you, und Gott ist weg von dir, dann bist du bereits already polluted. Dann bist du bereits beschmutzt. And then you become dilapidated. Dann wirst du ausgelöst. You run into atrophy. Und dann gehst du in eine. You decline backwards. Dann gehst du zurück. And you become wasted. Und dann wirst du verschwendet. And Bible says the wages of sin. Und die Bibel sagt, dass der Sünde sollt. Is not life. Ist nicht das Leben. The wages of sin. Der Sünde sollt. Is not prosperity. Ist nicht Wohlstand. The wages of sin. Die Sünde sollt. Is not you receiving wealth. Ist nicht, dass du Wohlstand erlangst. The wages of sin. Sondern der Sünde sollt. According to the word of truth. Nach dem Wort der Wahrheit. The word that satisfies you. Das Wort, welches dich heilt. It is death. Es ist Tod. So the more you sin, je mehr du sündigst, you are getting closer to your grave. Umso näher kommst du deinem Grab. And Satan loves that. Und der Teufel, der liebt das. He doesn't want you to have the truth. Er will nicht, dass du die Wahrheit hast. He doesn't want you to know the truth. Er will nicht, dass du die Wahrheit erkennst. That's why God says, if you shall study. Darum sagt die Bibel, wenn du and if you will give yourself the opportunity to study, und du gibst dir selbst die Gelegenheit zu studieren, you, my sister, my brother, you will know the truth. Dann wirst du die Wahrheit erkennen. And the truth that you know, und die Wahrheit, die du kennst, from the word of God, aus dem Wort Gottes, will liberate you, wird dich frei machen, will set you free, wird dich frei machen, from captivity, von der Gefangenschaft, from poverty, von der Armut, from the chains of darkness, von den Ketten der Finsternis. The truth will make you free, die Wahrheit macht dich frei, from your sins, von deiner Sünde. Satan doesn't want you to know the truth. Satan will nicht, dass du die Wahrheit erkennst. He doesn't want you to read the Bible. Er will nicht, dass du die Bibel liest. Because when you read the Bible, weil wenn du die Bibel liest, you will know the truth. Dann wirst du die Wahrheit erkennen. That's why you want to close the Bible. Darum will er die Bibel schließen. So that you will read newspapers. So dass du die Zeitung liest. And read magazines. Und Magazine. And be looking for pornographic magazines. Und dass du nach pornografischen Magazinen suchst. Some of you have some hiding somewhere in your house. Einige, ihr habt einige zu Hause versteckt. But the Lord is telling you, when you go home, go and remove it right and burn it. Aber der Herr sagt zu dir, wenn du nach Hause gehst, nehme sie und verbrenne sie. Some sisters you have the pornographic books there right now. Einige Schwestern, sie haben diese pornografischen Hefte. And the Holy Ghost is telling you. Und der Heilige Geist sagt dir, as I speak to you, während ich zu dir spreche, I am sanctifying you. Ich heilige dich. By the word of truth. When you go home, remove those pornographic magazines. Wenn du nach Hause gehst, entferne diese Magazine. Take them away from your cell phone. Nimm sie weg von deinem Telefon, deinem Handy. Don't watch them again. Guck das nicht mehr an. Because they are about to destroy you finally. Weil sie dich zerstören werden letztendlich. If you are so weak, wenn du so schwach bist, see me after church service. Dann komm zu mir nach dem Gottesdienst. And I will anoint you to go and do that. Und ich gebe salbe dich, dass du das tust. In the name of Jesus, amen, somebody. Im Namen Jesu. I can see that magazine right now. Ich kann dieses Magazin sehen. In the realm of the spirit, im Geiste, which you have.
welches du hast, that information, diese Information, that sometimes because of loneliness, und manchmal wegen der Einsamkeit, you think, well, I don't like this Bible because I'm lonely, I want to take some comfort from here. Und dann sagst du, du willst dort Trost finden. And it will take you into masturbation. Und es bringt dich zur Selbstbefriedigung. You know I'm talking to you. Du weißt, dass ich mit dir rede. I'm talking to you. So go home and change. Also Gott will, dass today du is the day of your salvation. Heute ist der Tag deiner Erlösung. Say amen, somebody. You will know the truth. Du wirst die Wahrheit erkennen. And the truth will make you free. Und die Wahrheit macht dich frei. I said the truth will make you free. Ich sage, die Wahrheit macht dich you frei. You are not a bad sister. Du bist keine schlechte Schwester. You are not bad. Du bist nicht you schlecht. Are very good sister. Du bist eine sehr gute and Schwester. God even has so much plan for you. Und Gott hat so viele Pläne mit dir. The enemy has planned that he will mess you up. Aber der Feind hat geplant, dass er dich umbringt. So he has directed you to that direction. Also hat er dich in diese Richtung geführt. So when I said that to me, I'm dealing with a man, but I'm dealing with a sister strong. Und wenn ich das sage, dann rede ich auch über die Männer, aber hier habe ich eine Schwester. And you know that God doesn't hate you. Und Gott, du weißt, Gott God hasst dich wants nicht. To help you. Gott will dir helfen. So obey. Also sei gehorsam. And set yourself free. Und mache dich frei. Knowledge from God. Wissen von Gott. Truth from God. Wahrheit von Gott. Will give you the grace. Gibt dir die Gnade. And the grace will give you the liberty. Und die Gnade gibt dir die Freiheit. You'll be free. Du wirst frei sein. So why not study? Warum also nicht studieren? Why not open up? Warum dich nicht öffnen? Now hear me very carefully. Nun hör mir gut zu. The enemy wants one thing. Der Feind will eines. That you are left alone in your sin. Dass du allein in deiner Sünde zurückbleibst. And you die in your sin. Und dass du in deiner Sünde stirbst. But why you came to church? Aber warum bist du in die Kirche gekommen? You came to church because you don't want to die. Weil du nicht sterben willst. You don't want to perish. Du willst nicht verdammt sein. You want to be old, for God to bear up your life for you. Du willst, dass Gott dein Leben verbessert. You want to upgrade your living standard. Dass er deinen Lebensstandard erhöht. Both physically and spiritually. Physikalisch und geistlich. And also academically. Und auch akademisch. And even socially. Und selbst sozial. And economically. Und wirtschaftlich. You want to develop yourself. Du willst dich selbst weiterentwickeln. You don't want to remain at the same level the rest of your life. Du willst nicht immer am gleichen Bereich bleiben, den Rest deines Lebens. And set a note that whenever you make the move to the house of God. Und deshalb weißt du, jedes Mal, wenn du dich bewegst zum Haus Gottes, you are taking a positive step towards life. Dann nimmst du einen positiven Schritt zum Leben. Because you will know the truth. Weil du Wahrheit erkennst. And the truth gives life. Und die Wahrheit gibt für Leben. So he doesn't want you to get closer. Und er will nicht, dass du näher kommst. He wants you to be at a place where you are hopeless. Er will, dass du an einem Ort bleibst, wo du hoffnungslos bist. Especially if you want to come to the church. Besonders wenn du in die Kirche kommst. And you don't understand nothing. Und du verstehst nichts. Or you come with a different agenda. Und du kommst mit einer anderen Agenda. Or you come with different opinion. Oder mit einer anderen Meinung. Or you come with a different interest. Oder mit anderen Interessen. You do not come to seek Jesus. Nicht um Jesus zu suchen. You come to seek your personal interest. Sondern um deine persönlichen Interessen. And Satan likes that. Und Satan mag das. Because he sees you as the biggest fool. Denn er sieht dich als den größten Narren. Who gets so close to life. Der so nah ans Leben kommt. And yet you can tap into life. Trotzdem kannst du nicht ins Leben treten. It is bad. Es ist schlecht. For you to be near a river. Dass du in der Nähe eines Flusses bist. And to live by a river. An einem Fluss lebst. And to lie by a river side. An einem Fluss and you are still thirsty. Und trotzdem durstig bist. Oh, what a mystery. Was für ein Geheimnis. What a miserable situation. Was für eine miserable Situation. It's so upset. Das ist so seltsam. That you could be. Dass du sein kannst. Near a river. In der Nähe eines Flusses. And you are suffering from thirst. Und du hast Durst. What is wrong with you? Was ist los mit dir? Here is water. Hier ist Wasser. Drink it. Trinke davon. You say you are thirsty. Und du sagst, du bist durstig. But you are lying by the water. Aber du liegst neben dem Wasser. That is ignorance. Das ist Unwissenheit. That is madness. Das ist Verrücktheit. So God has not wanted to be so close to him in the church. Gott will nicht, dass wir so nah bei ihm sind in der Kirche. Where he is a living fountain of life. Während er eine lebendige Fontäne von Wasser ist. People in the house of God are suffering. Und trotzdem sind die Menschen im Hause Gottes und leiden. From getting life. Dass sie ihr Leben nicht bekommen. Whilst life is with you. Während das Leben noch bei dir ist. He said, I am the way. Er sagt, ich bin der Weg. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. I am the life. Ich bin das Leben. You can be with Jesus. Du kannst nicht mit Jesus and sein. You are afraid of dying. Und du hast Angst vor dem Sterben. Why? Warum? What are you with life? Was ist mit dem and Leben? You are thinking of death. Und dass du an den Tod denkst. Why is it that life says I am with you? Warum sagt das Leben, ich bin bei dir? I am with you. Ich bin bei dir. To the close of the age. Bis ans Ende der Zeit. He didn't say I will be with you. Er sagt nicht, ich werde sein. He didn't say when you are holy, I'll be with you. Oder wenn du heilig bist, werde ich he sein. He said I am with er you. Er sagt, ich bin bei so dir. If life is with you, und wenn das Leben bei dir ist. Why are you afraid? Warum fürchtest du dich dann? Why do you entertain fear? Warum unterhältst du die Furcht? Have faith in God. Habe Glauben an Gott. And then drink from the life of the living waters. Und dann trinke von dem lebendigen Wasser. And you will live and not die. Und dann wirst du leben und nicht sterben. If you will not benefit from the life that is so close to you. Und wenn du keinen Vorteil hast von dem Leben, welches so nah bei Satan dir ist, will see you as an abandoned soul. Dann sieht dich der Teufel wie eine abgestoßene and Seele. Happy. Und dann ist er glücklich. Your enemy is happy. Dein Feind ist glücklich. Those who want to see you deceased, they are happy. Und die, die dich für tot sehen wollen, die sind glücklich. When they see that you are helpless. Und wenn sie sehen, dass du hilflos oh, bist. And they even say it. Und sie sagen es. Because they know when God is helping you, they know. Weil sie wissen, dass wenn Gott dir hilft, dann weißt if du. If the help of God is with you, your enemy knows it. They understand it. In fact, they are the first to know it.
Wenn die Hilfe Gottes bei dir ist, dann ist dein Feind der Erste, der das weiß und das erkennt. In fact, they even know it faster and better than you do yourself. Denn sie wissen es viel besser und schneller als Because du selber. They have been watching you day and night. Denn sie beobachten dich Tag und Nacht. And when they see that God is with you, und wenn sie sehen, dass Gott mit dir ist, the help of God is with you, die Hilfe Gottes ist mit they dir, are the first to recognize. Dann sind sie die Ersten, die es erkennen. Sometimes we forget that we are breathing. Manchmal denn vergessen wir, dass wir atmen. Especially when you are angry, it's not what I will say. Was ich sage ist, is that your enemy should not celebrate over you. Deine Feinde sollten nicht über dich feiern. Somebody say amen. And in case you don't know your enemy, und für den Fall, dass du deinen Feind nicht kennst, you don't have to know them. Dann sollst du sie nicht But kennen. In case God wants to know them, aber für den Fall, dass Gott will, dass du sie kennst, know them, God wants to know them. Dann geh und geh zu ihnen. But their words are clear. Aber ihre Worte sind deutlich. Whatever they said, was immer sie gesagt from the beginning haben, of the creation, vom Anfang der Schöpfung they are still saying it. Das sagen sie immer noch. In the book of Psalm 3, Psalm 3, One of the statements of your enemy. Eines der Aussagen deiner Feinde. What the enemy says about was der Feind über dich sagt. And take David's words as your own words. Und nimm die Worte Davids als deine eigenen Worte. And the Bible says in Psalm 3. Psalm 3. Mm-hmm. Reading from verse 2 to 3. It says, many are they who say of me, there is no help for him in God. Selah. Many are they who say of me, there is no help for him in God. Psalm 3, Vers 3. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. And these are enemies. Und das sind Feinde. In case you have one, then thank God you have only one. Für den Fall, dass du einen hast, dann danke Gott, dass du nur einen hast. David said he had enemies. David sagt, er hatte Feinde. David said he had enemies. David sagte, er hatte Feinde. He had enemies. Er hatte Feinde. The enemies were troubling him. Und die Feinde, die hat verärgert. The enemies were warring him. Sie bedrängten ihn. And he said there were many. Und die Bibel sagt, da waren viele. The enemies, not one or two or three, many. Da waren viele. And they had words. Und sie hatten Worte. And those words were words to what? To scorn David. Um ihn zu verspotten. And this is the same enemies I'm talking about. Und über diese selben Feinde reden. Du magst welche haben, die da sich verstecken. And this is what they say. Und das ist, was sie sagen. They said there is no help for him in God. Sie sagen, es gibt keine Rettung für ihn. They have watched you for a long time. Sie haben dich schon lange beobachtet. And they don't see any anointing moving for your good. Und sie sehen keine Salbung, die zu deinem Guten. They have watched you for a long time. Sie beobachten dich schon lange. And they don't see any power working for your good. Und sie sehen keine Macht, die für dich arbeitet. They don't see any miracle in your life. Sie sehen kein Wunder in deinem Leben. They don't see any sign. Sie sehen keine Zeichen und Wunder in deinem Leben. You look too normal like any normal human being. Du siehst so normal aus wie jeder normale Mensch. And your normality does not amaze them. Und deine Normalität bewundern sie nicht. Your simplicity does not amaze them. Deine Einfachheit bewundern sie nicht. So your enemies are not talking. Und deine Feinde reden jetzt. And many are talking. Und viele reden. They said there is no help for him in God. Sie sagen, da ist keine Rettung für ihn bei Gott. God has abandoned him or hat ihn verstoßen oder sie. It means we have not the chance to attack him. Nun haben wir die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Now we have the chance, the possibility. To destroy him or haben wir die Möglichkeit, ihn oder sie zu zerstören? Because we don't see God with him. Weil wir sehen nicht, dass Gott bei ihm ist. Yesterday said Emmanuel. Gestern hat er gesagt, Emmanuel. God with us. Gott mit uns. But we don't see no God with aber him. Wir sehen keinen Gott mit we ihm. We don't see no God with him. Wir sehen keinen Gott bei ihm. So now the chance is now for us to come moving in vain. Und nun haben wir diese Möglichkeit, ihn anzunehmen. The enemy is taking advantage. Der Feind nimmt diese Gelegenheit. If you stay too far from God in sin. Wenn du zu weit weg bleibst von Gott in der Sünde. If you stay too far from God in sin. Wenn du zu weit weg bist von Gott in der Sünde. You make yourself dann machst du dich verfügbar. The enemy can read you. Der Feind kann dich lesen. And God makes sure he will record the voice of your enemies right in his book. Und Gott stellt sicher, dass er die Stimme deiner Feinde direkt in seinem Buch aufnimmt. God wanted to discover the truth to be free from their sentence. Weil Gott will, dass du die Wahrheit dass du sie findest und dass du dann befreit wirst. They are assessing you. They are assessing your life, assessment. Sie überprüfen dich über dein Leben. They are checking you day and night. Sie überprüfen dich Tag und Nacht. They analyze you. Sie analysieren dich. And they come to the end of the analysis. Und dann kommen sie zum Ende der Analyse. And then they begin to release some verdicts. Und dann lassen sie ein Gift frei. And then verdicts. That means, you know, they begin to, you know. Und dann sprechen sie ein Urteil. And they pass a sentence. Und dann sprechen sie dieses Gerichtsurteil. And then they bring death. Und dann bringen sie den Tod. As long as you have been judged guilty. Und solange du als tot bezeichnet wirst. And weak, and there's no power of God with you. Und keine Macht Gottes bei dir. They come with death. Dann kommen sie mit Tod. And they want to destroy you. Und dann wollen sie dich zerstören. But you can save yourself. Aber du kannst dich selbst you retten. Can save your life. Du kannst dein Leben retten. From the voice of your enemy. Von der Stimme deines Feindes. You say, oh, there is no help in God. Du sagst, ja, da ist keine Hilfe bei Gott. There is no help in God for him. Da ist keine Hilfe
für Gott bei ihm. There is no hope in God for her. Da ist keine Hilfe bei Gott für ihn. So what is the enemy trying to say? Was versucht der Feind zu sagen? That you are on the wrong side. Dass du auf der falschen Seite bist. No, make sure that what the enemy has said. Dann stell dir sicher, was der Feind gesagt hat. And what he is saying. Und was er sagt. In case you have not heard it. Für den Fall, dass du nicht gehört hast. God is making you to hear in His house. Gott lässt es dich hören in seinem Your Haus. Your enemy is saying. Dein Feind sagt. Because of a secret in your life. Wegen diesem Geheimnis in deinem because Leben. Because of you going away from God's righteousness. Weil du weggehst von der Gerechtigkeit Gottes. A loophole has been opened. Ist ein Loch geöffnet worden. A door has been opened. Eine Tür wurde geöffnet. And you want to enter through that door. Und will durch diese Tür into hineinkommen. Your life. In dein Leben. Into your privacy. In deine Privatsphäre. And begin to destroy you. Und fängt an, dich zu zerstören. Because the enemy knows. Weil der Feind weiß. That the wages of sin is death. Dass er Sünde sollte tun. So he will remind God. Also erinnert er Gott. Of his own words. An sein eigenes Wort. And then he will come into your life. Und dann kommt er in dein Leben. And in case you are in sin. Und falls du in der Sünde bist. In case there's a sin in the tent in your life. Falls eine Sünde in deinem Leben unterhalten wird, dann sagt er, da ist keine Hilfe für now ihn. Jetzt können wir ihn schlagen. Maybe this year is our time. Vielleicht ist dieses Jahr unsere Zeit. And every year that comes, things happen to human beings. Und jedes Jahr war es, da geschehen Dinge mit Menschen. You are in God's house, aber weil du im Hause Gottes bist, und du lernst, die Stimme deiner Feinde zu hören, what they think of you, was sie über dich denken and what they are saying about you. Was sie über dich sagen. But you must not allow the enemy to win. Aber du musst nicht erlauben, dass der you Feind you must not allow your adversary to succeed. Du darfst nicht erlauben, dass dein Feind don't über dich let the prophecy of your enemy come to pass in your life. Lass nicht die Prophezeiung deiner you Feinde must deiner refuse Leben the prophecy of your enemies. Sondern du musst diese Prophezeiung deiner what Feinde abgeben. Was sagt dein Feind? What are your enemies saying? Was sagen deine Feinde? They said there is no help. Sie sagen, da ist keine Hilfe. In God. For him. Für ihn. For her. Für sie. Maybe for you. Für dich. But you must refuse it strongly. Aber du musst es stark ablehnen. As you change position, und wenn du die Position you wechselst, make a paradigm shift from darkness to light. Du wechselst die Position von der Finsternis from sin to righteousness. Von der Sünde in die Gerechtigkeit. Get closer to the Lord. Komm näher zum Herrn. Move closer to the light. Bewege dich näher zum Licht. And your enemy will change his voice again. Und dein Feind wird wieder seine Stimme wechseln. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. No. Shall we listen to what the enemy is saying? Sollen wir hören auf das, was der Feind sagt? Or would you rather listen to what God is saying? Oder auf das, was Gott sagt? I'm adding small to you right now, I'm going to close. Ich füge noch ein bisschen hinzu für euch. I think I will thunder, Donald Glenn. Ich bin nicht mit Donner und Blitz gekommen. I want to just add this little touch here. Ich möchte noch diese kleine Berührung hinzufügen. Shall we listen to what the enemy is saying? Sollen wir auf das hören, was der Feind or sagt? Or we should listen to what God says? Oder auf das, was Gott sagt? Whose report shall we believe? Wessen Bericht sollen wir glauben? Do you want to hear willst du what hören? The enemy is saying? Was der Feind do you sagt? Want to accept it? Willst du es annehmen? That there is no help. Dass da keine Hilfe ist for you. Für dich. In God. In Gott. Hey, if there's no help for you in God, then who are you? Wenn da keine Hilfe für dich in Gott ist, then you are useless. Dann bist du nutzlos. African English, useless. Dann bist du nutzlos. If there is no help for you in God, wenn da keine Rettung then für dich you are helpless. Dann bist du hilflos. And you are the helpless of the helpless. Dann bist du der Hilfloseste unter den Hilflosen. It's a serious thing. Das ist eine ernsthafte Sache. Anything can crush you. Alles kann dich zerschmettern. Anything can walk over you. Alles kann dich über dich wirken. If God is not with you, wenn Gott nicht mit dir ist, if God is not helping you, wenn Gott dir nicht hilft, listen, it is good and it's not problem. If men are not helping you, no problem. Es ist gut und es ist kein Problem, wenn die Menschen dir nicht helfen. If men say they will not help you, it's not too much dangerous. Wenn die Menschen sagen, sie wollen dir nicht helfen, das ist nicht so it may be painful and disappointing sometimes. Es mag schmerzhaft und enttäuschend but sein. But it's not the ultimate. Aber es ist nicht das Ultimatum. I say if men are not helping you. Wenn die Menschen dir nicht helfen. If human beings decide they will not help you. Wenn die Menschen entscheiden, sie wollen dir nicht helfen. It's not strange. Dann ist es nicht seltsam. But if God. Aber wenn Gott. Is not helping you. Dir nicht hilft. Love that is too much. Dann ist es zu viel. If God says I will not help her. Wenn Gott sagt, ich werde ihm nicht helfen. Ich werde ihm nicht then helfen. Then you are finished. Dann bist du fertig. That's why I'm not here. Darum bin ich nicht to hier. To encourage you. Um dich zu ermutigen. To accept the voice of your enemies. Dass du die Stimme deiner Feinde no help. Die sagen, da ist keine Hilfe. Let's hear what God says. Lass uns hören, was Gott Isaiah sagt. Chapter 41, verse 10. Jesaja 41, Vers 10. Isaiah 41, verse 10. Jesaja 41, what Vers 10. Is God saying? Was sagt Gott? The voice of God says, die Stimme Gottes sagt, are you there? Bist du da? Isaiah 41, verse 10. He said, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. And I will uphold you with my righteous right hand. Kapitel 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Fear not, says the Lord. Fürchte dich nicht, sagt der Herr. He knows I will be with you. Ich werde mit dir sein. He said, I am with you. Sondern ich bin bei dir. Don't be afraid of what your enemies say. Fürchte dich nicht über das, was deine Feinde sagen. Don't be afraid of what those who hate you are saying. Fürchte dich nicht über das, was sie sagen. Don't be afraid of those who don't
existierst auf diesem Planeten. All they are praying for is that God down the earth and they will walk over you. Alles was sie planen ist, dass du in der Erde bist und sie über dich hinweggehen können. Your existence is it threatens them. Deine Existenz beängstigt sie. Your presence on this earth worries them. Deine Gegenwart auf dieser Erde macht ihnen Sorgen. They have the best food to eat. Sie haben das beste Essen. They have the best clothes to wear. Die haben die beste Kleidung. They have the best car to drive. Die haben das beste Auto. Yet they are not happy because you are still living. Und trotzdem sind sie nicht glücklich, weil du immer noch lebst. Maybe it's only after your death then they can really feel happy. Vielleicht nur nach deinem Tod, dass sie sich wirklich glücklich fühlen können. Some enemies will never be happy even if they have tons of gold. Einige Feinde sind niemals glücklich, selbst wenn du Dornen von Gold hast. Because your presence on this earth. Denn deine Gegenwart auf dieser Erde. Troubles them. Macht ihnen Ärger. So they want you to decease. Also wollen sie, dass du verstirbst. But here they think. Aber hier denken sie. That the only help. Die einzige Hilfe. That can stop them from coming to destroy you is when God is with you. Ist die sie daran hindern kann, dich zu zerstören, ist wenn Gott mit dir ist. But when God. Aber wenn is away from you. Weg ist von dir. They know they can crush you easily. Dann wissen sie, können sie dich leicht zerstören. And therefore they spoke out of ignorance. Darum haben sie aus Unwissenheit gesprochen. They told that as men deserted you. Sie sagten so, wie Menschen dich abgelehnt haben. They told as men rejected you. Wenn Menschen dich abgelehnt haben. They told that as human beings refused and abandoned you. Wenn die Menschen dich einfach abgelehnt they haben, thought haben, that sie, God has gone the same way with those human beings that left you. Dass Gott den selben Weg gegangen ist wie die Menschen, die dich verlassen haben. I said no way with aber that. Aber ich sage niemals. Human beings can abandon you. Und wenn Menschen dich verlassen, human beings can reject you. Sie können dich ablehnen. Let that not trouble you one second. Aber das sollte dich nicht besorgen. It is only when God leaves the place. Es ist nur, wenn Gott den Ort then verlässt. You can mourn and cry.